Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Birgit von Kreativstempel und heute kommt die Auslosung des Gewinnspiels der 3000 Abonnenten auf YouTube. Also ich habe ja zum Anlass meiner, als ich die 3000 Marke von Abonnenten erreicht habe auf YouTube, ein Gewinnspiel ausgerufen und habe gesagt, okay, ich möchte euch danken, weil ihr mich so treu verfolgt und so treu meine Videos schaut und immer so liebe Kommentare gebt und ja, euch das einfach gefällt, was ich mache und ihr so treu seid. Ja, und deshalb habe ich mich entschlossen, eben dieses Gewinnspiel zu machen und ich habe gesagt, ihr macht hier unter dem Video, dem Gewinnspielvideo, gebt ihr einen Kommentar ab, in dem ihr ihr schreibt, was ihr euch für die Zukunft wünscht und wenn ihr das erfüllt, kommt ihr in den Lostopf und ich habe auch geschrieben, wenn ihr auf meinem Blog www.kreativstempel.com unter diesem dazugehörigen Blogbeitrag, oh je, ich fange schon wieder stottern an, bin aufgeregt, wenn ihr da auch noch einen Kommentar abgebt, dann bekommt ihr die doppelte Gewinnchance. So, und ich war völlig überwältigt. Ich kann euch sagen, es war Wahnsinn. Wir haben auf YouTube 160, 170 Kommentare. Ich weiß es gar nicht genau von der Anzahl her. Auf meinem Blog sind es 70. Also das war Wahnsinn. Ich hätte es niemals gedacht, dass es so viele werden. Deshalb war ich etwas überfordert und wollte eigentlich ganz klassisch meine Schnipselchen schneiden und wie ich das sonst immer mache, einen Lostopf und alles reinwerfen und per Hand ziehen. Da war ich jetzt etwas überfordert und ich habe es jetzt anders gemacht. Ich habe mir jetzt einen Generator bzw. zwei auf Google gesucht. Die gibt es. Es gibt einen speziellen für YouTube, den habe ich mir rausgesucht. Und es gibt noch einen allgemeinen, weil ich habe ja jetzt das Problem gehabt, ich hatte ja auch auf meinem Blog euch versprochen, ihr kommt in den Lostopf. Das kann ich aber mit dem YouTube-Generator nicht verbinden. Aber alles händisch machen, das wäre Wahnsinn gewesen, das hätte ich nicht geschafft. Drum habe ich jetzt Folgendes gemacht. Ich habe jetzt ein zweites Gewinnspiel oder einen zweiten Gewinn in die Welt gerufen. Das heißt, alle Abonnenten, alle, die auf meinem Blog www.kreativstempel.com einen Kommentar abgegeben haben unter diesem Blogbeitrag zum Gewinnspiel. Für die habe ich nochmal ein extra Gewinnspiel, für die habe ich auch einen extra Gewinngenerator gemacht. Es heißt, es wird einen vierten Preis geben. Der vierte Platz ist dieses Stempelset Lots of Lavender. Das wird also der vierte Platz. Hier sind alle im Lostopf, die in meinem Kommentar auf meinem Blog einen Kommentar abgegeben haben. Das heißt, es gibt also einen Preis mehr. So habt ihr noch mehr Chance. Das losen wir mit einem Extra-Generator aus. Und die anderen Preise, die ihr schon kennt, die ich euch schon gezeigt habe, die machen wir mit dem YouTube-Generator. Das machen wir gleich zusammen. Ich nehme euch also mit der Kamera mit. Wir machen das zusammen an meinem Laptop, damit ihr das auch seht. Es geht ratzifatzi. Vorher möchte ich aber noch ganz kurz Folgendes sagen. Ich danke euch für eure vielen, vielen, vielen Ideen und Vorschläge. Ich habe mir die alle durchgelesen. Ich habe mir die alle aufgeschrieben. Es ist ein toller Zettel geworden. Und ich kann schon sagen, am meisten von den Wünschen, die ihr euch, die ihr mir übermittelt habt, ist zum einen Mini-Alben basteln, Hochzeitskarten und Goodies, Babykarten und Goodies, Männerkarten sind ganz, ganz oft auch gewünscht worden und Resteverwertung. Also diese fünf Themen werden in Zukunft bei mir im Fokus stehen. Natürlich werde ich weiterhin auch Goodies, Geschenkverpackungen hattet ihr auch ganz häufig. Ich werde weiterhin auch Karten machen. Aber ich werde mich auch auf diese Themen konzentrieren, weil mir ist nämlich dadurch aufgefallen, ich habe noch nie was für eine Hochzeit gemacht und ich habe noch nie was für Babys gemacht. Ihr habt mich aufgeweckt, Leute. Also sowas ist immer gut und deshalb werde ich mich da in Zukunft drauf stürzen. Mini-Alben kommen auf jeden Fall schon ganz bald, weil ich war letztes Wochenende auf einem Seminar zum Mini-Alben basteln und zwar bei unserem Frankenkorb, bei der lieben Lena in Ebern und
Hallo liebe Lena, es war ein super tolles Wochenende. Es hat richtig klasse Spaß gemacht. Und ja, ich habe Lena um Erlaubnis gebeten, dass ich für diese Sachen, die wir da gebastelt haben, eine Videoanleitung mache. Sie hat mir ihr Okay gegeben. Ich werde euch dann natürlich das alles mit der Lena verlinken, weil Lena ist ja quasi die, ja, sie hatte die Idee zu diesen Sachen. Aber dazu bald mehr, lasst euch überraschen. Jetzt werden wir erst einmal die Gewinne auslosen. Ich nehme euch jetzt mit an meinen PC und dort werde ich euch jetzt gleich zeigen, wer die Preise gewonnen hat. Also bis gleich, ich baue schnell meine Kamera um und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So ihr Lieben, wir sitzen jetzt am PC. Ich bin ausgestattet. Und zwar fangen wir einmal an mit dem Gewinnspiel oder dem Preis, den Platz Nummer 4, nämlich das Stempelset Lotz Lavender. Das machen wir hier mit dem Gewinnspiel Generator Super Anton Tools nennt sich das. Da kann man hier eine Liste einpflegen. Die habe ich selbstverständlich angelegt. Halt, falsch. Und diese Liste kopieren wir jetzt und fügen die dort ein. Das sind also alle, die einen Kommentar abgegeben haben auf meinem Blog. Die fügen wir jetzt hier ein. Und dann gehen wir auf Auslosen. Und dieser Name, der dann dort steht, ist der Gewinner von dem Stempelset Lotz Lavender von allen auf meinem Blog, von allen Kommentaren auf meinem Blog. Los geht's, tadam! Gewinnerin ist Mandy Wernstedt. Hier steht sogar genau, wann die Mandy ihren Kommentar abgegeben hat. Liebe Mandy, das ist dein Gewinn. Du meldest dich bitte bei mir. Ich schreibe mir auch deinen Namen auf. Mandy Wernstedt. Du meldest dich bitte über das Kontaktformular bei mir und dann tauschen wir uns aus. Du gibst mir deine Adresse und ich schicke dir das zu. Herzlichen Glückwunsch, liebe Mandy. So, jetzt geht es zum Platz Nummer 3. Das machen wir hier also. Das geht folgendermaßen. Man kopiert hier einfach den Link vom Video. Dann geht man zu dem Tool. Dieses Tool nennt sich Random Comment Picker. Dann gibt man hier oben das Video ein. Dann geht man auf Kommentare laden. Und dann hat er alle Kommentare gespeichert, die also hier abgegeben worden. Das sind 246. Da sind allerdings aber auch meine Antworten immer dabei. Und jetzt losen wir den Platz Nummer 3 aus. Wir müssen das jetzt dann dreimal machen. Und das war das Designerpapier. Gartenglück, genau. Und das bekommt jetzt Platz Nummer 3. Ich gehe jetzt auf Wählen Sie den Gewinner. Und die Gewinnerin ist, oder der Gewinner, Alexander Statofoulos. Herzlichen Glückwunsch, ich schreibe mir das jetzt gleich auf. Auch du meldest dich bitte bei mir. Und dann tauschen wir uns aus, wie gesagt, und ich schicke dir den Gewinn zu. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt geht das Ganze noch einmal von Neuem los. Jetzt muss ich da wieder zurück. Muss das nochmal neu machen. Geh nochmal auf Kommentare laden. Und jetzt kommen wir zum Platz Nummer 2. Der zweite Platz war das Stempelset Pfauengruß. Jetzt werden wieder alle Kommentare, Bemerkungen sind wieder hier geladen und ich gehe wieder für den Platz Nummer 2 auf Wählen Sie den Gewinner. So, herzlichen Glückwunsch, Nico Röder. Herzlichen Glückwunsch, du hast das Stempelset Pfauengruß gewonnen. Schreibe ich mir auch wieder auf. Für dich gilt dasselbe, melde dich bitte bei mir. Und ja, dann kann ich dir das zuschicken. Wir gehen wieder auf noch einmal neu. Jetzt geht es um den Platz Nummer 1. Ich zeige ihn euch noch mal kurz. Das ist das Stempelset Painted Seasons und die zwei Stampin' Blends. Jetzt gehe ich wieder auf Kommentare laden. Und ihr seht wieder hier, alle Bemerkungen, Kommentare sind geladen. Und jetzt, tada! Platz Nummer 1, Gewinner ist
Nadine S. Herzlichen Glückwunsch, liebe Nadine. Du hast den Platz Nummer 1 oder den Preis Nummer 1 gewonnen. Ja, ihr Lieben, ich bedanke mich bei euch noch einmal fürs Mitmachen, für die große Beteiligung. Schnell durchblättern hier. für die ganz große Beteiligung. Es war Wahnsinn, ihr wart klasse. Und ja, herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern. Ihr meldet euch bitte bei mir. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Seid nicht traurig, wenn ihr nichts gewonnen habt. Es gibt bestimmt bald wieder ein Gewinnspiel. Und ja, was ich noch kurz sagen wollte. Tada, die Sets Paper Pumpkins sind heute bei mir angekommen. Also alle, die eins bei mir bestellt haben, können sich freuen. Am Montag geht alles raus an euch. Und auch die Kataloge sind da. Das heißt, der Katalogversand wird jetzt auch am Montag, Dienstag stattfinden. Bekommt ihr alle zugeschickt, die einen bei mir bestellt haben. Und die anderen melden sich einfach, wer noch einen gerne möchte, über das Kontaktformular unten in der Infobox. So, jetzt aber einen schönen Sonntag euch. Nochmal herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner und bis bald, eure Birgit. Tschüss.